kontrolliert. Ich gebe es zu, das Erste, was mich an einer Zeitungsseite interessiert, ist die Karikatur, wenn es eine gibt, leider viel zu selten. Komplizierte politische Zusammenhänge mit ein paar Strichen auf den Punkt zu bringen, das ist es eben. Und dann dabei noch ein Lacher. In Bremen gibt es so wenige von diesen Karikaturisten, dass sie alle an einen Kneipentisch passen. Und da treffen sie sich dann immer mal wieder, auch auf die Gefahr, dass die Striche im Laufe des Abends Schlangenlinien werden. Maja Lubinski hat sich einfach mal dazugesetzt. Ja, 1, 2, 3, einmal dieser und ein kleiner. Trockene Kehlen finden die hier Versammelten ausgesprochen kunstfeindlich. Schließlich wird hier nicht nur gezecht, sondern auch gezeichnet, sogar Sport. Aber dem olympischen Eisschnellläufer von Boots-Bütow traut man irgendwie keine Goldmedaille zu. Und Till Mette fällt dabei eine ganz andere Sportskanone ein, Katrin Krabbe. Im Spiegel stand ein Bericht darüber, wie diese Urinprobe vonstatten geht. Und da sind kleine Plastiktüten. Das ist Porno. Nein, das hat nichts mit Porno zu tun, das stand im Spiegel. Da werden kleine Plastiksäckchen mit Urin gefüllt, Damenurin. Sehr schön. Nee, Trainerurin kann das auch sein. Sagen wir mal, das ist Trainerurin. Tränensäcke. Ganz anders. Er hat die Zähne untersucht. Die hatte Urinstein zwischen den Zähnen. Das ist jetzt Katrin Krabbe bei der Urinprobe. Nein, das sind wichtige, da redet die Nation drüber. Bei der Urinprobe trägt sie öfter Rock. Die weiß natürlich, dass Bredouille angesagt ist. Hier ist ein kleines Pöttchen. Das muss nicht größer sein. Auferstanden aus Urin. Auferstanden. In die tosende Heiterkeit wegen des Urinaufstands kann einer nur sehr verhalten mit einstimmen. Volker Ernsting ist neu hier und das sieht man. Also hält er sich an sein Bier, aber das nützt ihm nichts, denn die anderen zeichnen ihn trotzdem. Die Meinungen über die Darstellbarkeit des Senkstark-Geschöpfers gehen auseinander. Das ist schwierig. Ja, eine schwierige Gesichtsform. Das ist schwierig. Abstehende Ohren. Abstehende Ohren. Büschel hier. Das ist richtig. Brille. Weiß ich, was Volker Ernsting? Volker Ernsting. Nase so auslaufend. Nee. Er darf gar nicht so eine große Nase. Du hast ein Grinsen und einen breiten Kopf. Weiß nicht, was bei Ihnen absteht, aber die Ohren sind es nicht. Jetzt, hier diese Falten. Hast du was am Magen? Nein! Doch, wer hier Falten hat, hat was am Magen. Nee, das du hast auch welche, ja. Er darf sowieso Falten haben. Heinz Fuchs ist 72, hat beim Weserkurier gezeichnet und wird gerade das Opfer von Gerold Paulus. Ja, so fällt mir ja noch wieder nicht. Bei so viel Kreativität kann sich der Gast nicht lumpen lassen und greift beherzt zum Stift, jedoch umsonst. Es kommt nichts raus. Und Boots-Bütow braucht das gar nicht so wegwerfen zu kommentieren. Denn nun kriegt die versammelte Runde doch noch zu sehen, wozu ihr Gast fähig ist. Die Senkstark ist. Aber man hat Verbesserungsvorschläge. Lass ihn noch mal kotzen. Das sind längst 6 Tage noch mal richtig die Freimarktwurst aus der Gesellschaft. Ich finde, die zeichnen wir jetzt auch mal und kotzen. Oh ja. Lass die Leute gerne kotzen. Das nimmt man der boshaften Runde sofort ab. Denn einen frechen Strich haben sie alle. Auch wenn sie den sonst nicht gerade an den armen Senkstarkes wetzen. Denen ist sowas noch nicht untergekommen. Aber Harm Beng hat wenigstens Selbsterkenntnis. Nötiger Ernst. Ernst Tink. Der nötige Ernst Tink. Tink ist ja ein schönes isländisches Wort. Ja, wollen wir heute mal einen Ernst Tink machen? Aber sicher doch, ein ernstes Ding ist schließlich auch die sorgfältige und systematische Bieraufnahme. Die Kunstproduktion zum Beispiel von Mia Wawas wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Und wenn dabei weiße Mäuse rauskommen, ist das gewollt. Zu vorgerückter Stunde kann dabei noch was ganz anderes rauskommen. Bei Till Mette sind das Erdäpfel. Ja, und jetzt haben wir, das ist die deutsche Hansa-Kartoffel. Und wenn man jetzt eine Designerbrille aufsetzt, Doppelkinderbrille. Die ist wahnsinnig teuer, diese Brille von Herrn Kudella. Die geht auf Kasse. Und hier noch so einen kleinen Knurz und so einen Schnullermund. Ja, und den das Doppelkinn nicht vergessen. Und hier so kleine Würstchenohren, dann hat man Herrn Kudella. Nee, du hast Doppelkinn vergessen. Ach, stimmt, genau. Was aus einer Hansa-Kartoffel doch alles werden kann. Unsere hoffnungsvollen Cartoonisten werden derweil immer fröhlicher. Und gegen 2 Uhr morgens liefert Till Mette eine Talentprobe ab, deren beklagenswertes Opfer Professor Waller von der Kunsthochschule ist. So malt er seine Taz-Karikaturen aber nicht. Und was Harm Beng hier Frauenfeindliches produziert, wird er beim Bremer Blatt bestimmt auch nicht los.
Und nun soll der Erotik-Spezi hier noch schärfere Sachen malen. Oh, ist das eine Schweinerei? Mein Kamm sein. Kamm, das ist doch... ich bitte dich. Ich das, das ist Ferkelkram. Komm, Kamera weg, Kamera weg. Das ist wunderbar. Nee. So was wollen wir nicht sehen, so ein Sorgenkram. Das ist wunderbar. Kann ich noch ein Bier haben? Nein, Putzmensch, das ist ein Original. Putz ist ein Original. Das müssen wir Putz bestellen. Typisch. Die anderen essen Matjes auf Schwarzbrot, Putz ist Originale. Wir essen und trinken gar nichts mehr, sondern gehen nach Hause. Ach ja, die Originale, die nicht verspeist worden sind, die hat die Wirtin am Ende der Nacht eingesammelt. Sie könnten ja mal wertvoll werden. Liebe Zuschauer, normalerweise sind Sie am Freitag gewohnt, dass wir Sie auf den Switch hinweisen wollen. Heute ist Donnerstag.